Welche Rolle spielt Angst bei Corona? Leben wir wirklich in einer Massenhysterie? Erleben wir etwas, was wir aus der Geschichte kennen? Woher kommt der Hass auf Kritiker der Corona-Maßnahmen? Darüber habe ich gesprochen mit jemandem, der in meinen Augen mit am besten qualifiziert ist, das zu beantworten, der Bestseller-Autor und Psychiater Dr. Hans-Joachim Marz. Und wie immer werde ich das nicht auf der Zensurplattform hochladen, weil wir ja auch frei reden wollten wie erwachsene Menschen, sondern auf Rumble und auf Odyssey. Deshalb die große Bitte rüberzuschalten. Es lohnt sich, hochinteressant auch für mich. Ich lerne bei Dr. Marz immer noch etwas Neues hinzu. Und es ging auch um Extremismus. Herr Dr. Marz, können Sie in 2 Minuten das Wichtigste aus den 40 Minuten Interview zusammenfassen oder nur das, was Ihnen am meisten am Herzen liegt? Naja, dass wir doch im Moment eine kollektive Angststörung haben von nationaler oder internationaler Tragweite. Und diese Angststörung ist gespeist aus Realängsten, Infektion, Erkrankung, Sterben, aber eben auch politisch-medial geschürten Ängsten. Das wird also Panik gemacht und das ist ein sehr auffälliger Befund. Wie kann eine Regierung die Bevölkerung immer wieder so in Panik bringen? Und das, was mich dann ganz spezifisch beschäftigt, eben die dadurch aufgewühlten individuellen Ängste, die jeder hat. Und das habe ich sehr ausführlich in der letzten Zeit untersucht, welche Ängste das sind. Die individuellen Ängste, die bis jetzt eben beruhigt waren, verdrängt waren, geleugnet waren, weil die meisten Menschen zurechtgekommen sind in der Gesellschaft. Und jetzt in der Krise wühlt das alles wieder auf. Und damit gibt es von Zukunftsängsten. Was wird die Zukunft bringen? Wie werde ich zurechtkommen? Und diese Angstsituation ist im Grunde genommen aus meiner Sicht die Ursache dafür, dass es im Moment so eine ja fast wahnhafte Übertreibung, eine hysterische Situation gibt, dass man die Pandemie so voller Angst erlebt und die Gesellschaft sich immer mehr spaltet in die Befürworter und die Kritiker, in die Geimpften und die Ungeimpften, als eben ein Zeichen eben der Gesellschaft. Fehlentwicklung, Spaltung, dann führt das, dass die Menschen gemeinsam fragen, wie die Zukunft ist, demokratischer vor allen Dingen. Jetzt fällt mir ein, dass ich eine Frage nicht gestellt habe. Die stellen wir jetzt noch hier, auch mit der Bitte um eine ganz kurze Antwort. Wie könnte denn der Ausweg aus diesem Dilemma aussehen? Das, was ich Beziehungskultur nenne. Also erstmal die Angstbekämpfung. Und das heißt, die Menschen müssen sich informieren von allen Seiten, aus ihren Blasen, sowohl den Befürworterblasen als auch den kritischen Blasen heraus und sich begegnen. Im Grunde genommen den Austausch, den Disput führen und in dem Streit für Pro und Contra von Maßnahmen oder sollte man dazu übergehen, immer wieder das Persönliche zu benennen. Also ich bin dafür, weil ich kritisiere, weil. Also nicht auf der Sachebene bleiben, sondern auf. Das ist der sicherste Weg, um auch Ängste mit zu berücksichtigen und zu klären, sind jetzt real bezogen auf Pandemie oder sind sie eben auch wesentlich aufgewühlte Ängste meines Lebens und meiner Zukunftsproblematik. Also sprechen miteinander, sich austauschen und dabei auch möglichste dafür sorgen, dass man auch seine Gefühle, seine Ängste, seine Wut, seine Enttäuschung, seine Hoffnungslosigkeit zum Ausdruck bringen kann. Denn der Gefühlsstau ist eine der wesentlichen Probleme, nicht nur für die persönlichen Verstörungen und Erkrankungen, sondern auch für die gesellschaftlichen Probleme.
Situation und der Spaltung in der Gesellschaft. Vielen Dank, Herr Dr. Marz. Ich nehme mir das jetzt auch gleich nochmal als Vorbild und zum Anlass, dass ich auch alle Zuschauer nochmal bitte, informieren Sie sich auch bei den Medien, die die gegenteilige Ansicht haben. Machen Sie sich selber ein Bild, schauen Sie sich alles an. Und ich glaube, das ist auch der große Unterschied, weil die wollen ja, dass Sie kritische Kanäle nicht ansehen. Und ich bitte explizit darum, auch sich aus den anderen Kanälen zu informieren und sich selbst ein Bild zu machen. Denn niemand ist im Besitz der Wahrheit und ich kann für mich überhaupt nicht ausschließen, dass ich mich irre. Das sage ich auch immer dazu. Und ich glaube, auch Herr Dr. Marz nimmt für sich nicht in Anspruch, dass er im Besitz einer absoluten Wahrheit ist. Und genau wenn so Sie sich das ganze Gespräch, genau, vielen Dank. Und wenn Sie das ganze Gespräch anschauen wollen, was ich sehr empfehle, ein kleiner Klick unten ist auch ein Zeichen für Meinungsfreiheit und gegen die Zensurkultur, die sich hier entwickelt hat und die ja genau dem entgegenspricht, was Sie gerade gesprochen haben. Ja, dass YouTube so stark zensiert, ist ja einer der Faktoren oder ist eines dieser Phänomene, was für diese schlimmen Zustände mitverantwortlich ist. Ja. Danke, dann nochmal bei Ihnen an Sie, Herr Dr. Marz. Lesen Sie auch die Dr. Marz, seine alten Klassiker, Gefühlsstau, die narzisstische Gesellschaft, Normopathologie und jetzt recht neu und sehr empfehlenswert mit zwei Co-Autoren, Corona-Angst. Vielen Dank, alles Gute, wieder reinschauen und jetzt nicht vergessen, unten klicken. Alles Gute, danke. Reitschuster.de